So, Freunde, es wird ernst. Teil 2 der großen Teilnehmervorstellung. Ich habe euch ja versprochen, dass es noch drei weitere Teams gibt, die wir gern dabei hätten. Und die geht es heute in dem Video. Vorab, ihr wisst es, einmal gern diesen Live-Kanal abonnieren, um die ganzen weiteren Info-Videos und Updates nicht zu verpassen. Und natürlich auch den Seven vs. Wild Hauptkanal abonnieren. Dort wird die Serie dann laufen und dort läuft auch gerade die Uncut-Serie der zweiten Staffel. Beide Kanäle sind natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Auch nochmal hier als kleiner Reminder: Die Teams wurden vorher nicht von uns kontaktiert, sondern wir schießen wieder einfach wahllos in die Social-Media-Welt und gucken mal, wie die Leute so reagieren und vor allem, wie die Statements so laufen werden. Ich muss sagen, das hat mir letztes Jahr extrem viel Spaß gemacht. Ist auch ein bisschen gemein, aber macht irgendwie auch Spaß. An dieser Stelle auch nochmal ein fettes Dankeschön an die Community. Ihr habt wirklich sehr, sehr viele Vorschläge, Teamvorschläge, ja, in die Kommentare unter die Videos gepostet, das begründet, geliked. Wir haben uns natürlich auch ein bisschen inspirieren lassen und wir haben natürlich weitaus mehr Teams, die wir gerne dabei gehabt hätten. Es gab auch viele Leute, die sich im Hintergrund gemeldet haben, die wir auch alle auf einer Liste haben. Es kann natürlich aber nicht jeder mit dabei sein. Deswegen, ich sag mal so, wir wissen ja nicht, ob alle das Ganze annehmen oder vielleicht auch Teams abspringen und somit Nachrückerplätze frei bleiben. Das heißt, es bleibt weiterhin spannend. Vielleicht kommt doch noch das ein oder andere Team, ja, mit in die Serie, von dem wir jetzt gerade gar nichts wissen. Also schön so weitermachen wie bisher, einfach respektvolles Feedback in die Kommentare schreiben und natürlich immer den ordentlichen Umgangston bewahren. Kurzer Recap in Teil 1. Wir haben Monte und Elotrix als, ja, Neulinge nominiert, Survival Lily und Vanessa Blank als Vollprofis und wir haben einmal die Naturensöhne, die zwar outdoormäßig unterwegs sind, aber sich so im Mittelfeld befinden. Das heißt, wir wollen natürlich auch jetzt in der kommenden Nominierung bei den nächsten drei Teilnehmern wieder eine bunte Mischung haben. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir mit dem ersten Team fürs heutige Video. Film ab! Sie haben beide derartig einen am Sender, dass sie einander verdient haben. Hallihallo, herzlich willkommen bei der neuen Folge von Zwei Berlin. Moin, Servus. Seit Jahren dominieren sie die Outdoor-Szene und unterhalten Millionen. Sagt ehrlich, ihr findet euch? Also wenn ich dafür hier einen Daumen nach oben kriege. Treffen Sie aufeinander, dann schallen Beleidigungen durch den Wald. Gute Leidenschaft! Ja, komm doch! Meine Fresse! Müssen die beiden sich 2 Wochen ertragen, besteht die reelle Chance, dass nur einer wieder aus dem Wald zurückkehrt. Nein, mach für dich. Warum? Fritz, warum? Der Erfinder von Seven vs. Wild ist sich nicht zu fein, ein drittes Mal an seiner eigenen Show teilzunehmen. Wir brauchen mehr Regeln! Sein Partner ist die gute Seele der Outdoor-Szene und zum zweiten Mal dabei. Ich habe mein Kryptonit gefunden. Isolation ist. Die Kombination dürfte niemanden groß wundern. Team Hart aber herzlich, Fritz Meinecke und Survival Matti. Das ist ein Oh shit, Alter. Ja. Martin, möchtest du mit mir gemeinsam in der dritten Staffel versuchen, 14 Tage lang ohne einen psychischen Schaden in Kanada oder Alaska klarzukommen? Ja, nein, vielleicht. Martin weiß davon nichts. Vielleicht ahnt er es schon. Wir haben ja schon mal so ein bisschen vor einiger Zeit darüber gesprochen gehabt, sogar im Stream. Natürlich bin ich wieder mit dabei, Freunde. Also, weil, machen wir uns nichts vor, Seven vs. Wild, das ist irgendwie, im Endeffekt hatte ich eine Idee, eine Challenge, die ich gerne mal machen würde. So ist Staffel 1 im Ursprung entstanden. Und ich dachte mir so, naja, ich kann aber eigentlich noch 6 Leute mitnehmen, die das parallel noch machen. Ist cooler für den Zuschauer, hat man Vergleichswerte. Und deswegen habe ich natürlich auch gesagt, auch intern und so weiter, mit Max und Johannes besprochen, wenn wir eine dritte Staffel machen, dann müssen wir etwas kreieren, etwas schaffen, was bei mir irgendwas auslöst. Wo ich sage, okay, das ist krass, das ist eine Challenge, das ist nochmal eine andere Herausforderung. Zweierteams, 14 Tage, also doppelt so lange, hat keiner von uns bisher gemacht. Und natürlich auch die neue Gegenstandsregel. Und das sind so Sachen, die bei mir, also die habe ich mir natürlich mit ausgedacht, einfach, ja, so eine Gänsehaut ausgelöst haben. Deswegen, ich habe super Bock drauf.
Ich und Martin, wir haben schon eine Erfahrung gemacht in der Staffel 1, ich nochmal in Staffel 2. Aber wie funktioniert das als Team? Wie vor allem funktioniere ich mit Martin als Team? Halte ich es persönlich, psychisch überhaupt aus, 14 Tage mit Martin irgendwo klarzukommen? Vielleicht splitten wir auch uns nach einer Woche und jeder macht sein eigenes Ding. Ich weiß es nicht. Okay, also ich bin gespannt, ob Martin überhaupt zusagt, weil vielleicht sagt Martin auch ab, dann muss ich mir wen Neues suchen. Sei ruhig ehrlich, Martin. Vielleicht auch wegen deinem Rücken oder so. Du bist ja auch nicht mehr der Jüngste. Es ist okay. Du musst hier keinem was beweisen. Ne? Ich habe gehört, du hast auch ganz tolle andere Projekte, an denen du gerade arbeitest. Egal, also Martin, ich freue mich auf deine Antwort, ob du dabei bist, ob du mit mir da durchziehen möchtest. Wenn ja, werden wir einiges an Training vor uns haben, mein Freund. Und jetzt kommen wir zu einem weiteren Team. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung dazu. Ich bin sehr gespannt auf die Reaktion der beiden. Und wie soll ich sagen? Wir haben uns überlegt, wir schießen einfach mal nach ganz oben und gucken, was passiert. Sind das TV-Duo der letzten 15 Jahre. Hast du mal Hunger mitgebracht? Mit waghalsigen Stunts, den verrücktesten Mutproben und gigantischem Entertainment haben sie uns unterhalten. Ich bin der normalste Mensch der Welt geblieben. Der ganze Erfolg hat mich kein Stück verändert. Die Leute, ich würde auch sagen, du bist total jung, was du mir teilweise so für Trends zeigst. Aber in der größten und echtesten Show des Internets haben die zwei Titanen der Bildröhre einen Platz verdient. Werden die beiden von ihrem Fernsehthron ins Internet hinabsteigen, um gemeinsam eine letzte große Schlacht zu schlagen? Wie tief geht diese Freundschaft tatsächlich? Sehr tief. Jauchzet, frohlocket und empfanget sie mit offenen Armen. Bei Joko ist es auch nicht so eine Freundschaft, sondern es ist wie der Bruder, den ich nie wollte. Aber ich weiß, er ist mein Bruder. Joko Winterscheid und Klaas Häufer-Umlauf. Ja, Freunde, was soll man dazu jetzt sagen? Ich meine, jeder kennt die beiden. Sie haben krasse Sachen seit vielen, vielen Jahren gemacht. Fernsehwelt, Internetwelt, verträgt sich das? Wie würden die beiden reagieren, wenn plötzlich kein Kamerateam mehr drumherum ist, sondern wenn sie nur noch zu zweit mit sich selbst irgendwo in der Wildnis sind, ohne irgendein Skript, einen TV-Redakteur und einen Tonmann? Stellen Sie sich dem Ganzen? Werden Sie überhaupt drauf antworten? Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich würde es super krass finden, wenn Sie zusagen. Ich glaube, es wäre auch extrem spannend zu sehen, wie Sie sich schlagen, wie Sie sich vorbereiten. Und ja, wir haben mal nach ganz oben geschossen und gucken einfach mal gemeinsam, was passiert. Kommen wir nun zum vorerst letzten Team, welches wir gern dabei hätten. Neben der Wildcard, die natürlich noch on top kommen wird. Dazu gibt es auch ein extra Video, das auf jeden Fall abchecken. Und ja, vielleicht auch mal kurz 3 Sekunden einfach mal atmen. Nicht immer alles so hektisch machen. Auch mal ein bisschen Zeit geben und die Leute im Gemeinicke-Stil auf die Folter spannen. Nein, ich würde sagen, wir lassen wir die Bilder sprechen und schauen uns an, wer Team Nummer 6 ist. Gehen ein Entertainer und ein Bodybuilder auf eine einsame Insel. Was klingt wie der Anfang von einem schlechten Witz, entpuppt sich in der zweiten Staffel Seven vs. Wild als der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Wir haben es super gemacht. Wir sind ready für den fucking Dschungel. Durch die härteste und intensivste Zeit ihres Lebens wurden die beiden Brüder! Alle gaben ihnen maximal 2 bis 3 Tage.
Sie haben es allen gezeigt und waren 7 Tage alleine in der Welt. Oh, das ist der Paradiesapfel. Isst du den, bist du tot. Bist du deppert. Das ist perfektes, klares, frisches Süßwasser. Du musst hart sein, wenn der Dschungel weint. Die Geschichte ist noch nicht vorbei, denn die beiden Helden erwartet eine noch größere Herausforderung. Eine Aufgabe, die nur gemeinsam bewältigt werden kann. Eine Chance, sich für alle Zeiten in der Geschichte des Internets zu verewigen. Ja! Ein Platz bei Seven vs. Wild Staffel 3. Und ich wollte jetzt nur sagen, Rudi, Kuss, Kuss, Kuss. Ich liebe dich, Mann. Mein Freund, Alter. Ja, du bist auch mein Freund, Brudi. Herzlichen Glückwunsch, Knossi und Sascha Huber. Ja, ich weiß nicht, ob die beiden auch nur im Ansatz damit gerechnet haben, dass wir sie gern als Duo-Team dabei hätten, weil sie ja in Staffel 2 schon am Start waren. Aber ich glaube, damit spreche ich fast für alle, das wollen wir sehen, oder? Wir wollen sehen, wie kommen Knossi und Sascha gemeinsam 14 Tage lang klar. Beide haben die 7 Tage in der zweiten Staffel geschafft, waren aber am Ende auch extrem schon am Ende ihrer Kräfte. Jetzt die Frage, können sie gemeinsam mit der Vorerfahrung 14 Tage durchhalten, wo es dann wirklich auch um das Thema Nahrung geht? Also da muss halt safe was gemacht werden. Und ja, Knossi, der absolute Entertainer. Ich glaube, ich brauche da nichts weiter zu sagen. Es ist eine Konstellation, die super spannend ist, lustig, unterhaltsam. Und wenn die beiden auch wieder am Start sind, dann freue ich mich jetzt schon. Ganz extrem. Auf die Vorbereitungsphase, auf wilde Telefonate im Stream, auf Trainings, vielleicht wieder bei der österreichischen Armee. Das hat mir letztes Jahr alles sehr, sehr gut gefallen, mir hat die Leistung gut gefallen und ich glaube, vielleicht war das so der Anfang und wir versuchen jetzt mal gemeinsam die beiden Jungs oder Männer aufs nächste Level zu bringen, auf die nächste Stufe. Auch hier gilt wieder, alle Teams müssen einmal öffentlich bis zum 30.04., bis zum 30. April 2023 Stellung bezogen haben, ob sie dabei sind, am besten in Form von einem YouTube-Video. Natürlich geht das auch über einen Stream-Ausschnitt, dann hochgeladen irgendwie auf dem Live-Kanal oder irgendwas. Ja, dann schauen wir einfach, wer sich traut, wer kneift und ganz wichtig, in euren Stellungnahmen natürlich auch ein bisschen Begründung. Warum seid ihr dabei? Warum seid ihr nicht dabei? Was sind eure Gedanken? Lasst uns teilhaben, lasst vor allem die Community an diesem Projekt wieder teilhaben, weil ich glaube, da spreche ich auch für alle, die Hauptstaffel macht 50% aus, das reine Endergebnis. Die anderen 50% sind aber irgendwie die Vorbereitungszeit, die Nominierungen, die Leute, die Geschichte, wenn sich die Leute anrufen, planen, alles Mögliche, das, dieser ganze Struggle davor, ob es die Instagram-Stories sind oder was auch immer so, das ist einfach ein geiles Feeling, was das Projekt, glaube ich, auch so einzigartig macht, weil man allein schon vorab, bevor es eigentlich losgeht, die Reise der Teilnehmer miterlebt über diese ganze Social-Media-Plattform. Und das macht mir besonders auch als Gründer, Teilnehmer, Inhaber, was auch immer, extrem viel Spaß. Und genau so soll es sein und diesen Spaß möchte ich mit euch teilen. Also, ich werde mal die nächsten Tage das Internet beobachten, was sich so tut, wer was erzählt. Ich weiß, dass wir auch mit dieser Teilnehmerauswahl generell wieder die Community spalten. Die Hälfte wird sagen, finden wir mega geil. Die Hälfte wird sagen, finde ich super scheiße. So war es auch schon in Staffel 2. Ich bin sehr zufrieden, wie es dort gelaufen ist. Ich glaube auch, dass wir hier wieder eine schöne bunte Mischung haben, weil genau darum geht es. Wir wollen Leute, die sich mit Outdoor auskennen. Wir wollen Leute, die so ein bisschen Erfahrung haben. Und eine Sache möchte ich vielleicht nochmal ansprechen, ganz zum Schluss. Sascha und Knossi haben beide die 7 Tage durchgehalten, Sascha nur mit einer Machete, irgendwo in Panama in einem Dschungel. Die Naturensöhne haben seit vielen, vielen Jahren krasse Outdoor-Erfahrungen, machen Videos und Projekte. Aber sind die beiden vielleicht sogar auf einem ähnlichen Level? Sind Knossi und Sascha vielleicht sogar auf einem höheren Level, weil sie das Ganze schon einmal 7 Tage lang durchlebt haben? Man weiß es nicht. Auch da gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Ich glaube, wir haben eine sehr, sehr coole Auswahl getroffen. Und ich werde mich natürlich auch im Hintergrund schon mal ein bisschen vorbereiten, trainieren, Gedanken machen.
und Live-Kanal abonnieren, um keine weiteren Updates und Videos zu verpassen. Und natürlich den offiziellen Seven Rules Wide-Kanal. Dort läuft gerade die Uncut-Serie und später dann auch die dritte Staffel. In diesem Sinne, wir sehen uns. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.